Es ist eine äußerst umstrittene Tradition. Im dänischen Königshaus stellt die Jagd einen wichtigen kulturellen Bestandteil dar. Auch in diesem Jahr findet die sogenannte Königsjagd bei Schloss Fredensborg statt. Königin Margrethe trifft zusammen mit dem Kronprinzenpaar Frederik und Mary zur anschließenden Jagdtafel ein. Dort werden die erlegten Tiere in Reih und Glied liegend auf dem Rasen präsentiert. Diese Bilder sind nur schwer zu ertragen und auch für Kronprinzessin Mary wird dieser Anblick nicht leicht zu verdauen sein. Die gebürtige Australierin kommt selbst aus einem Land, in dem Tierschutz eine große Rolle spielt. Doch die 47-Jährige hält an der dänischen Kultur fest und behält trotz allem royale Kontenance. Mit strahlendem Lächeln nimmt sie die Jäger in Empfang. Für den Termin bei eisigen Temperaturen wärmt sich Mary mit einer schicken Outdoor-Kombination. Der windfeste, khakifarbene Aufzug wird von einem klassischen schwarzen Mantel umhüllt. Handschuhe und geschlossene Stiefel halten die Frau von Kronprinz Frederik ebenfalls warm. Doch neben dem fragwürdigen Look dieser Anwesenden geht Marys schlichtes Ensemble glatt unter. Die Unbekannte fällt in ihrer Felljacke mit passendem Lederrock und Stiefeln definitiv auf. Ob sie sich mit dem Echtfell-Look jedoch einen Gefallen getan hat, ist eine andere Frage.